Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nach Monaten endlich wieder mein Neuerscheinungsvideo. Ich zeige euch die Bücher, die im September erscheinen. Ich sage euch, ich habe mir diese Notizen jeden Monat gemacht, also welche Bücher im nächsten Monat erscheinen, aber ich habe es nie geschafft, das Video zu drehen. Beziehungsweise, wenn ich dann die Zeit hatte, war es eigentlich schon zu spät und jetzt kommt aber mein Neuerscheinungsvideo und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Am 1.9., wenn ich irgendwie die Daten hier durcheinander werfen sollte, ich werde es nochmal hier unten reinschreiben, beziehungsweise hier irgendwo hin, falls ich da jetzt irgendwas durcheinander werfen sollte. Am 1.9. erscheint An Ocean Between Us von Nina Blinsky. War das jetzt richtig? Blinsky? Auf jeden Fall geht es hier um Avery und die hatte immer einen großen Traum, die wollte Ballett tanzen. Doch dann hat sie einen Unfall, der ihren Traum zerstört. Sie geht dann auf ein neues College, glaube ich, und dort trifft sie auf den ziemlich arroganten Theo, der ausgerechnet der Trainer des einzigen Teams ist, wo sie mit ihrem kaputten Rücken überhaupt noch hin kann, nämlich das Schwimmteam. Und ja, ich denke mal, die beiden werden sich näher kommen. Ich finde, das Buch sieht erstmal sehr, sehr schön aus. Und ich finde, es klingt auch sehr gut. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal einen näheren Blick drauf werfen. Ich kenne die Autorin nicht. Ich weiß auch gar nicht jetzt gerade, ob das ihr Debüt ist oder ich glaube, das ist ihr Debüt. Bin mir aber nicht sicher. Dann erscheint Rising Sky 2 von Lina Frisch. Das ist ein zweiter Band, da weiß ich jetzt nicht, worum es geht. Ich habe meinen Klappentext auch nicht durchgelesen, weil ich euch sowieso, ich kenne Band 1 ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, schon ein bisschen länger her ist, seitdem der erschienen ist. Aber für alle, die Band 1 gelesen haben und den sehr gerne mochten, Band 2 erscheint jetzt im September auch endlich. Und ja, ihr könnt euch ja gerne den Klappentext durchlesen, nur für alle, die das Buch nicht kennen, möchte ich nicht spoilern, mich inklusive. Dann erscheint am 3.9. von Elisabeth Lim Dunkle Schatten. Genau, Dunkle Schatten ist ein Buch, wo es sich um Mulan dreht. Und zwar geht es wohl darum, dass was wäre, wenn Mulan hätte in die Unterwelt reisen müssen. Und das passiert wohl hier in der Geschichte, wenn ich mich nicht komplett irre. Genau, klingt ganz gut. Ich muss sagen, ich habe Mulan mal gesehen, als ich noch ziemlich klein und jung war. Aber ich kann mich nicht mehr wirklich so an die Storyline erinnern. Also so grob schon, aber jetzt nicht mehr so richtig. Weil es einfach nicht so zu den Disney-Filmen gehört, die so, ja, meine Liebsten sind. Deswegen, aber vielleicht werde ich das nochmal gucken. Und ansonsten finde ich, klingt das Buch echt gut. Ich stelle mir das echt cool vor, auch wenn man das so mit anderen Disney-Figuren machen würde. Dann erscheint am 15.9. ein Buch, auf das ich mich sehr freue. Und zwar It Was Always Love von Nicola Rotel. Ja, das ist der zweite Band von It Was Always You, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. In dem zweiten Band geht es um andere Charaktere. Es geht hier um den Bruder von unserem Protagonisten aus Band 1 und ich glaube um die beste Freundin von der Protagonistin. Bin mir gerade aber nicht sicher. Ja, ich freue mich auf jeden Fall irre auf die Geschichte. Ich mochte Band 1 sehr gerne. Es war zwar so an sich eine Geschichte, wie man sie schon oft hatte, aber sie war irgendwie ganz anders. Sie war erwachsen, sie war cool. Ich mochte die Geschichte echt, echt gerne und ich kann jetzt kaum Band 2 erwarten. Und ich finde Band 2 so in diesem Rot, also ich mag ja Blau sehr gerne, eigentlich meistens immer lieber, aber ich finde dieses Rot, ich mag das Cover echt gerne. Dann ein Buch, was natürlich in diesem Video nicht fehlen darf, nämlich das neue Buch von Sarah J. Maas erscheint Ja, das ist das Datum, was ich hier unten hinschreiben werde. Ich habe da kein Datum stehen, komischerweise. Aber ich meine, es erscheint Ende September, so zum Ende hin. Mitte, Ende, glaube ich. Jetzt erscheint es wahrscheinlich am Anfang, aber egal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht. Ich habe mir den Klappentext nicht durchgelesen. Ich habe mir das irgendwie mittlerweile abgewöhnt, weil ich finde, manchmal verraten die Klappentexte viel zu viel. Ich glaube, es geht auch wieder so in die Richtung Dämonenjagd. Ich meine, dass da irgendwas mit ihrer besten Freundin ist, bin mir aber nicht sicher, ob ich gerade beim richtigen Buch bin. Aber ich wollte mich vom Klappentext jetzt auch nicht so, also Sarah J. Maas war für mich klar, okay, das Buch kaufst du, es sieht schön aus, es gefällt mir und ja, ich freue mich auf ein neues Sarah J. Maas Buch. Ich bin gespannt, wie es sein wird und es ist sehr, sehr dick, es hat über 1000 Seiten.
Weswegen es wahrscheinlich lange dauern wird, bis ich es wirklich lese. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz super darauf. Und ich glaube, ganz, ganz viele freuen sich darauf. Ich habe auch schon bei ganz vielen gesehen, dass sie es auf Englisch gelesen haben. Aber ich bin ja überhaupt kein Englischleser. Und vor allem nicht bei Fantasy und bei Sarah J. Maas. Und nee, da bin ich komplett raus. Aber deswegen freue ich mich, dass es jetzt endlich auf Deutsch erscheint. Und ja, auch endlich alle das Buch lesen können, die nicht Englisch lesen. Dann erscheint am 21.09. von Julia Engelmann wieder so ein Poetry Slam Buch, nämlich Keine Ahnung, was für immer ist. Ich freue mich da riesig drauf, ich mag die total gerne. Ich muss leider gestehen, ich habe die anderen noch nicht komplett gelesen, aber die lassen sich so schnell lesen, da ist man an einem Nachmittag mit einem so einem Büchlein durch. Aber ich mag die richtig gerne so für zwischendurch und die sind auch total chillig und das macht einfach Spaß und halt so kleine, so wie so Gedichte, so Poetry, jetzt habe ich das Wort vergessen, was ich sagen wollte, egal. Auf jeden Fall, ja, es ist einfach super, super schön und es sind dann so richtig viele Passagen drin, wo man sich auch selbst manchmal wiederfindet und sich dann so denkt, ach ja, ich bin damit doch nicht allein. Es ist auf jeden Fall richtig cool, ich mag das total gerne und ja, freue mich total, dass da jetzt wieder ein neuer Band quasi erscheint. Dann noch ein Buch, auf was ich mich riesig freue, nämlich am 30.09. erscheint Bad at Law von Morgan Moncomble. Ja, ich mag die Autorin total gerne. Ich habe ja Never Too Late und Never Too Close von ihr gelesen und freue mich, dass da jetzt nochmal was anderes von ihr erscheint beim Lux Verlag. Ja, und hier geht es um so eine Nachbarsgeschichte. Ich mag Nachbarsgeschichten sehr gerne. Also es geht um Azalee, meine ich, heißt sie. Genau, und als sie vom Tod ihrer Mutter erfährt, packt sie halt all ihre Sachen und kehrt in ihre Heimatstadt zurück, in die sie eigentlich nicht zurückkehren wollte, weil sie dort viele schreckliche Erinnerungen wohl aus ihrer Vergangenheit heimsuchen. Ja, aber dann lernt sie auch ihren Nachbar kennen und ich denke mal, vergessen sind all die Erinnerungen. Nein, Spaß. Aber ja, ich mag Nachbarsgeschichten richtig gerne. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde, die haben immer so einen besonderen Charme. Ich finde die einfach cool. Und ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, ich mochte die anderen beiden Bücher der Autorin sehr gerne. Ich mag die Autorin auch sehr gerne. Ich durfte sie ja interviewen. Und sie ist so süß und so lieb und so nett. Und ja, ich freue mich einfach total auf das Buch. Kann es kaum erwarten. Aber das ist meistens bei den Deluxe-Büchern so. Also von daher, ja. Dann erscheint am 30.09. ein Buch, von dem ich denke, dass sich sehr, sehr viele darüber freuen werden, nämlich Bitter Hearts von Marie Grasshoff. Ich habe die Bücher noch nicht gelesen. Es ist ja Neon Birds und... Ach, was ist denn da noch? Wie heißt denn das zweite? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, denke ich, sehr viele freuen sich jetzt. Ich glaube, das ist der dritte und letzte Band. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe irgendwie Angst, dass es mir so zu abgespaced ist, wenn man das so sagen kann. Ich habe schon viel Gutes gehört und ich werde wahrscheinlich das Hörbuch hören und und ich denke, dass sich da auch einige von euch drüber freuen werden. Dann noch was, worüber sich viele freuen. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil ich die Bücher halt schon hier habe und es wäre dann doppelt gemoppelt. Der Save Me Schuber erscheint. Ich muss sagen, für alle, die die Bücher noch nicht haben, ich finde den Save Me Schuber so, so schön. Es ist halt ein Schuber mit allen drei Save Me Büchern drin. Ich denke mal, das erklärt sich von allein, aber okay. Ich erkläre es trotzdem noch. Ich finde den Schuber so, so wunderschön. Der gefällt mir echt gut und ich war auch kurz überlegen, aber dann habe ich mir gedacht, nein, so viel Platz hast du in deinem Bücherregal leider nicht. Aber ja, für alle, die die Save Me-Reihe noch nicht kennen und sie noch lesen wollten, ich finde den Schuber wirklich, wirklich schön und ja, der erscheint halt auch im September. Und zu guter Letzt habe ich auf meiner Liste noch stehen, Promises of Tomorrow erscheint am 30.09. Das ist der zweite Band von Promises of Yesterday, glaube ich. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Ich habe es auch noch nicht gekauft. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich schon die ein oder andere schlechte Meinung gehört habe und dadurch dann irgendwie so ein bisschen gehemmt wurde, die zu kaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erscheint das auch für alle, die Band 1 gelesen haben und den gerne mochten und jetzt auf Band 2 warten. Dieses Buch erscheint auch und doch nicht zu guter Letzt
denn das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss und ich habe noch ein Buch für euch, auf das ich mich so unglaublich doll freue, weil ich durfte es ja vorab testlesen. Und zwar, viele können sich wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Es geht um Madly von Ava Reed. Ja, der zweite Band erscheint und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich den zweiten Band liebe. Also Truly war ja schon echt wundervoll und toll und ich habe Truly ja wirklich sehr geliebt und sehr ins Herz geschlossen. Aber Madly ist nochmal, ja, was ganz anderes. Setzt nochmal absolut für mich eine Schippe drauf. Ich fand, Madly hat mir tatsächlich auch noch besser gefallen. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte. Es geht ja hier um June und Mason, also um ein anderes Pärchen, aber aus der gleichen Freundesklique. Und ja, June und Mason sind ganz anders als die Protagonisten aus Band 1. Truly ist eher so ein ruhiges Buch und eine Geschichte, die ja ohne viele Worte und sehr ruhig vonstatten geht. Und Madly ist schon etwas lauter und es ist einfach wundervoll. Und vor allem, es wird auch eine ganz tolle Botschaft vermittelt in Madly. Und ja, ich freue mich so, so sehr auf Madly. Und ja, das erscheint am 30.09. Also ja, eigentlich relativ am Ende. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, beziehungsweise ja ihr euch, weil ich habe es ja schon gelesen und es ist ganz toll, aber ich freue mich trotzdem. Und mir gefällt tatsächlich von Madly auch das Cover von den Farben her am besten. Und ja, ich freue mich einfach so riesig auf diese Reihe und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch sehr darüber. Ja, das waren schon so die Neuzugänge, Neuerscheinungen, die ich mir rausgesucht habe. Es erscheinen natürlich noch viel, viel mehr, die man nicht immer alle auf dem Schirm hat oder ja, was weiß ich. Auf jeden Fall sind das die, die ich jetzt für euch rausgesucht habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Buch ihr so ganz, ihr so am allermeisten erwartet, sei es für den nächsten Monat oder allgemein von der nächsten Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!